Es war einmal ein junger kleiner Chip, der eine Reise anfing. Er fliegte durch die Lüfte, erkundete den Regenwald, beglückte hier und da einige Frauen, aber seine Reise nahm kein Ende. Er kehrte zurück, aber es fehlte irgendwas. Er suchte Liebe. Und durch Zufall begegnete er einer Gleichgesinnten. Sie näherten sich an, sie setzten zum Kuss an. Er war am Boden zerstört. Er musste neuen Mut fassen. Es musste weiter. Ach komm, leck mich. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und wisst ihr, nach meinem Chips-Video, das ich mit Arvin gemacht habe, dieses Chips-Battle, habe ich so gemerkt, Chips sind eigentlich ganz lecker. Nein. Doch. Chips sind eigentlich ganz lecker. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, gerne im i abchecken, einfach in der Beschreibung gucken. Aber bei dem Video habe ich auch schon so gedacht, so, selber Chips machen oder alle Chips so einmixen, wäre doch nicht schlecht. Aber das hätte noch den ganzen Rahmen gesprengt. Deswegen hole ich das jetzt so ein bisschen nach. In diesem Video werden wir es so machen, ich werde eigene Chips kreieren mit eigenen Geschmäckern. Allerdings werde ich auch alle Chipsorten, also alle, die ich gekauft habe, zu einer mischen. Und das schmeckt oder das eine neue Kreation ist und wir stinkreich werden. Ich bin so reich. Du sagst Lelano. Das werden wir jetzt in diesem Video herausfinden. Wenn ihr Bock habt, lasst schon mal ein Like auf dem Video da und ein Abo auf dem Kanal. Und fangen wir jetzt mal an, erstmal einkaufen zu gehen. Ich habe hier wirklich eine Ladung. Mann, sind hier viele Chips drin. Schauen wir uns die mal gemeinsam an. Ich bin so gespannt, wie viele Chips da drin sind, welche wir haben. Hä? Was sind das? Wo sind die Chips? Ach, da. Und was ist das hier? Hab dich. Alter, haben wir viele geile Chips. Die werden wir wirklich alle probieren und alle auch richtig geil zusammenmischen. Aber wisst ihr, lass uns erstmal was anderes machen, was noch richtig geil ist. Wir machen jetzt zuerst mal eigene Chips. Also Chips für den echten Fettsack. Geil. Dafür brauchen wir nur Ackergold. Okay, ein Kartoffeln. Bratkartoffeln. Dazu noch Sonnenblumenöl. Und dazu kommen noch unsere Geschmäcker. Nach was unsere Chips schmecken soll. Paprika, Gift oder wie der Asiate es mag. Katze. Damit für jeden was dabei ist. Aber erstmal machen wir die Kartoffeln ready. Früher war das Land leider von Tomaten umgeben. Sie waren brutal und gewalttätig. Aber eine Kartoffel stellte sich gegen dieses tomatenhafte System und legte sich allein mit ihnen allen an. Hey, ihr Tomaten, kommt doch her, ich fick euch alle. Kartoffel, ich liebe... Kartoffi, geh lieber. Isst keine Tomaten und geht wählen. Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen sollte. Aua! Au, Mann! Der Kartoffelschäden ist wirklich so langweilig. Das könnt ihr euch einfach nicht vorstellen. Außer ihr seid selber Kartoffelschäler. Das ist nämlich eine Zeit, ich habe mal gekellnert. Hallo! Beziehungsweise mein Praktikum gemacht bei so einem Restaurant. Und dann war ich immer Kellner, immer so. Und dann haben die gesagt, hey, Ivani, du musst mal für einen Tag in die Küche. Und dann musste ich da Kartoffeln schälen, ne? Und ich sage euch, ich bin gestorben vor Langeweile. Ey, meine Arbeitskollegen waren zwar lustig, aber es war halt mega langweilig. Die ganze Zeit nur so, eine Kartoffel, zwei, du bist eine Kartoffel. Ey, es war furchtbar. Jetzt in kleine Scheiben hier schneide ich. Oh, das dauert so lange. Na, was? Wo sind die Kartoffeln denn? Scheiße. Sagt auf Englisch Backpack. So wie Photoshop. Ah, die sind hier schon im kalten Wasser. Man sollte irgendwie ein kaltes Wasser legen und dann nochmal schön grapschen, damit sich irgendwie die Stärke von den Kartoffeln löst. Könnt ihr auch gerne selber die Chips nachmachen. Könnt ihr mir in die Kommentare anschreiben, wie das bei euch lief. Beziehungsweise was ihr für komische Geschmäcker an eure Chips gemacht habt. Vielleicht hat von euch jemand da so ein richtig geiles Rezept gefunden, was man auf die Chips machen kann. Nicht so dieses langweilige Kartoffelchips hier, ein bisschen Paprika. Vielleicht hatte einer von euch irgendwie, keine Ahnung, nimmt da irgendwie Rattengift und das ist ja einfach der Hammer. Komisch. Wahrscheinlich ist Rattengift nicht der Hammer, aber wer weiß. Ich werde es dann wahrscheinlich auf meinem Instagram-Account nachmachen. Also beziehungsweise euren Geschmack vielleicht testen. Deswegen gerne auf Instagram. Jetzt schön in ein Sieb alles gießen. Und jetzt die Kartoffeln hier schön auf dieses Tuch legen und abtrocknen. Und ich merke gerade, hier ist einfach ein Herz. Süß. Mache ich das Tuch hier so und trockne die schön ab. Sonnenblumenöl. Damit die schön frittieren können. Fuck, hier geht's ab, Mann. Au. Scheiße. Es brutzelt gut vor sich hin, aber die Kartoffeln sehen immer noch aus wie Kartoffeln. Ich habe Angst, dass das jetzt alles komplett fehlschlägt. Okay, ich muss sagen, die sehen jetzt doch viel, viel besser aus. Und die holen wir jetzt auch raus. Tücher hier packen wir sie jetzt. Das Fett hier abklingen. So sehen die jetzt aus. Und bevor einer schreit, hä? Die sehen doch gar nicht glücklich aus wie in der Werbung. Wir schließen Klasse 3. Hey! Dann sage ich dir, die sind besser als in der Werbung. Oh, Haus! Oh. So, ein bisschen abkühlen gelassen. Oh, schön knackig. Einfach noch ganz normalen
Aber das ist nicht schlecht, Alter. Hey, nochmal zwei. Gar nicht schlecht. Aber komm, wir machen noch viel geilere draus. Wir haben jetzt drei Schüsseln und drei Sachen. Unsere erste Schüssel füllen wir mit Käse. Moment mal, warum fülle ich die eigentlich mit Käse, Alter? Kann doch auch einfach so machen, wem juckt's. Was war das für eine Kacke von mir? So, Kartoffelkäsechips ist nicht schlecht. Ist sogar ganz nett, muss ich sagen. Oh. Ich muss schon sagen, schmeckt schon geil so, wenn man Käse mag, wenn man Nacho-Käse mag. Schon geil? Aber ist auch kein Überflieger, aber nicht schlecht. Oh, Kartoffelchips machen süchtig, Mann. Unsere nächste Box hier wird gefüllt mit Erdnussbutter. Warum sollte ich die füllen? Das ergibt doch keinen Sinn. Nehmen ein bisschen Erdnussbutter. Erdnussbutter-Kartoffelchips. Habt ihr schon mal sowas gegessen? Hallo, die kleben ja zusammen wie Zwillinge. Mal gucken. Mann, wie falsch. Oder habe ich mich getäuscht? Mein Geschmackssinn lügt mich an. Nee. Nö. Für die dritte Kreation brauchen wir wirklich eine Schüssel. Wir machen Mayo, Ketchup, Kartoffelchips. Ein bisschen Ketchup, ein bisschen Mayo. Boah, käsig. Misch das Ganze. Nehmen ein paar Kartoffelchipschen. Packen sie da rein. Lassen sie ein bisschen baden. Nö, nö, nö. Ja. Naja. Selber Chips machen? War keine schlechte Idee. Allerdings haben wir noch hier jede Menge Chips, die wir jetzt zusammen mixen werden. Die Kreation sie ergeben könnten. Käse Natto. Currywurst mit ein bisschen Erdnuss oder noch ein bisschen Zauki. Hm. Chakalaka Würze Afrikas. Boom, ein paar schwarze Brüder. Wow, geil. Currywurst-Style? Da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich eine dicke Wurst im Mund habe. Ja, nett gewürzt. Oh, Feuerdrachen. Das sind so legendäre Chips, meine Leute. Und ich habe direkt einen Fehler gemacht. Immer Chips von hinten aufmachen, weil da lauern die Gewürze. Oh, ups. Kindheitserinnerung. Die habe ich als Kind irgendwie voll aufgegessen. Die Pommes. Pommes. Mit Ketchup-Geschmack. So geil. Oh Mann. Mmh, ein paar kleine Erdnusschips. Ich liebe Erdnusschips auch. Und hier haben wir ein Monster. Tortilla. Nacho. Naja. Schmeckt ein bisschen nach Billigkäse, muss ich sagen. Moment. Und viel besser. Okay, was ist denn das, Alter? Süßkartoffel-Chips. Oh mein Gott, ich entkomme, ich entkomme, ich shoppe. Hier riecht komisch. Ja, wir pippen die ein bisschen. Nah. Oh, Pombeer, alter Pombeer. Ich glaube, jeder kennt Pombeer. Mit Ketchup, die waren immer so richtig selten, ich weiß noch. Jetzt kann man die Original. Und die mit Ketchup immer so, ey Bruder, hast du die mit Ketchup gesehen? Oh geil. Ja, ja, die schmecken das. Oh, alte Bekannte. Doritos, in meinem Chips-Video habe ich die schon sehr gerne geschlemmt. Boah. Mmh. Die Chips hier habe ich immer gehasst. Diese kleinen Stäbchen, ich weiß, kennt ihr die? Was heißt gehasst? Aber man isst 5 Stück von denen, denkt man sich so, was esse ich hier eigentlich? Also kleine Stäbchen. Käse. Und zu guter Letzt habe ich mir noch ein paar Pringles geholt, Sour Cream. Wow, danke. Pringles, Sour Cream, geil. Pringles, die ich letztens im Video hatte, kacke. Bevor ich jetzt alles zusammenmische, muss ich noch was testen. Wie angekündigt, Nacho, Currywurst. Wie ist die Mische aus den beiden? Ey, nice, also ernsthaft jetzt, geil. Kann ich dann noch ergeben? Ein Dorito-Chip und ein Pringle. Boah. Oh, würzige Chakalaka und Süßkartoffel. Vielleicht schafft es ja die Chakalaka, die Süßkartoffeln lecker zu machen. Yummy. Brauchen wir auch eine eigene Chips-Packung? Also wirklich eine Fettsack-Evanio-Chips-Packung. Moment, wir basteln uns da mal kurz was. Hier seht ihr den Pombeermann. Mhm. Ja. So. Und drüber unser Markenzeichen. Perfekt. Ich meine, so sollte doch jede Chips-Packung aussehen. Ey, sieht das bescheuert aus. So mein Gesicht da drauf und dann so Fettsack-Chips. Auf jeden Fall machen wir jetzt eine geile Kombi aus diesen ganzen Chips hier. Überleg jetzt mal spontan, wie ich das mache. Ich glaube, ich hau einfach von jedem ein bisschen was in meine Chips-Packung, zerkrümel die Chips und dann haben wir einen komplett neuen Geschmack. Würze Afrikas. Chakalalaka. Currywurst. Fire Dragon. Muss brennen. Ein paar gefälschte Käse-Nachos, die echt komisch schmecken. Ich hätte original lieber kaufen sollen. Sorry dafür. Ein paar Erdnussflips. Oh, geil. Favoritos. Oh, die bocken aber auch. Meine Güte. Die verstecken Längel. Ja, ja. Die sind schon echt nicht so geil, muss ich sagen. Wenn wir jetzt schon die geholt haben, dann komm auch rein damit. Ein paar frommige Prombeeros. Lecker Pringles, Sour Cream. Alter, meine Finger schmecken nach Mayo, Käse, Ketchup, Inscope. Dichtbestand. So sieht also unsere Chips innen drin aus. Müssen wir die klein kriegen. Sorry, Evanio. No. No. Ah. Alter, wie schmeckt eine Mischung aus allen Chips? Alles komplett zerbröselt. Alter, sind das viele Geschmäcker. Süßkartoffelchips schmecken einfach falsch. Aber sonst muss ich leider zugeben, das schmeckt richtig geil. Man schmeckt extrem viel Kartoffeln. Chips, die eigentlich grundsätzlich Kartoffeln sind. Als ob du eine Kartoffel isst. Im Hintergrund ist so ein bisschen, nur ein paar Geschmäcker. Ein bisschen Käse, ein bisschen Schärfe, ein bisschen Salz, ein bisschen Kacke, ein paar Obdachlose. Danke.
eine Mischung aus allen Chips, die ich jetzt hier besorgt habe. Ist nicht schlecht, aber nicht empfehlenswert. Außerdem auch echt kostspielig. Trotzdem mal einfach richtig interessanter Geschmack. Ein paar Erdnüsse. Weil da ich sonst angezeigt werde von meiner eigenen Firma, kauft euch jetzt die Fettsack-Chips von Evanyo. Scheiße! Hilfe! Für den echten Fettsack in dir. Ja? Echt mal geil gewesen, deine eigenen Chips zu machen, ein paar Geschmäcker auszusuchen und nochmal alle Chips einfach mal wirklich einfach zu mischen. Das ist halt wirklich ein Chipslager bis zum Ende meines Lebens. Lasst ein Like auf dem Video da und ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr Bock habt. Hat sehr viel Spaß gemacht, mal so einen Geschmack auszutesten. Und das war's jetzt mit dem Video, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Hey, da ist ja ein Chip. Mhm. Ein bisschen kacke. Hab dich. Ah!